In dem Video probiere ich mal wieder ein paar Äpfel. Diesmal habe ich mir sogar richtig was gegönnt. Ich habe hier die guten Bio-Äpfel mir geholt. Das ist jetzt die Sorte, die ich hier habe. Die heißt Pinova aus Italien. Und ich habe auch sogar zwei schon von einem Fehlstart von dem Video, habe ich die schon poliert. Also hier die nach unten zeigen mit dem Stängel, die habe ich schon poliert. Und die sind so, wie ich sie gekauft hatte. Und jetzt probiere ich mal hier meinen frisch experimentierten Fokus. Und jetzt kann ich die ein kleines bisschen besser in die Kamera halten. Oh yeah! Also so sehen sie unpoliert aus. Das sind hier die, die jetzt in die Kamera gucken. Und die gedrehten hier, die habe ich gerade poliert mit dem Küchentuch. Die haben wieder diese typischen... Ich dachte, das haben nur Jonagold-Äpfel, aber das ist jetzt, je mehr ich drauf achte, die haben das eigentlich alle. Die haben so vertikale Striche. Die haben so... Wie wenn eine Katze die zerkratzt hat. Der sieht aber schön aus, jetzt wo ich den poliert habe. Deutlicher Bauchnabel. Hier unten an den Blättern hat er auch eine Delle. Der hat das harte Auswahlkriterium durch die Sortiermaschine, hat der überlebt. Der komischerweise auch, obwohl der so eine Trichterform hat. Und ich habe so die Theorie, diese... Ich mache das mal wieder in den Fokus raus. Falsche Richtung. Ich habe so die Theorie, da werden so tausende Äpfel durch so Lochsiebe, also durch so Metallplatten, wo einfach verschieden große Löcher drin sind, die werden da so rübergekippt und die fallen dann durch. Und wenn ein Apfel das Pech hat, so wie der hier, so ein bisschen trichterförmig zu sein, dass der an einer Seite viel schmaler ist als an der anderen, dann bleibt der in so einem Loch, bleibt der so stecken, weil er erst so wirkte, als würde er durchpassen. Passt er dann aber nicht und dann bleibt er so stecken und dann prasseln so tausende andere Äpfel rüber und drücken den immer weiter runter und dann bekommen die hier so einen charakteristischen Schnitt, so parallel zu ihrer Trichterförmigkeit. Also parallel zum Trichter. Hat der komischerweise nicht, was mich so ein bisschen darauf schließen lässt, der wurde ein bisschen schonender sortiert. Wurde jetzt hier nicht grob angepackt, dieser Apfel. Vielleicht schmeckt er deswegen ein bisschen besser. Jedenfalls, ich habe hier die beiden. Ich habe die schon poliert. Könnt noch den Stängel angucken. Der wirkt ein kleines bisschen gealtert. Also ich sehe kein wirkliches Grün mehr. Was ist denn bei dem hier? Ganz leicht noch ein bisschen grün, aber der schrumpelt schon. Der delaminiert sich schon so ein bisschen. Ja gut, genug gequakt. Jetzt schneide ich ihn erstmal an. Mache ich wieder den Zoom an. Quatsch, das ist ja der Fokus. Schwere Kameraworte. Kann ich die auch mal hier beide reinhalten? Das ist ganz gut. Jetzt brauche ich nicht mehr eine halbe Stunde warten, bis der Fokus mal Bock hat mitzuspielen. Jetzt mache ich das einfach selber hier wie so ein Profi. Der ist so ein kleines bisschen feucht. Nur so ein, also nicht genug, dass sich ein Tropfen bildet, aber ich kann es hier gerade deutlich erkennen. Ansonsten ein bisschen grün. Der hat eine Menge Kerne. Der ist besonders frucht. Wie sage ich das? Frucht. Fruchtbar. Besonders fruchtbar ist der Kollege hier. Riecht deutlich nach was. Aber der ist noch nicht in meinem Kopf registriert, der Geruch. Ich habe noch keinen Namen dafür. Na, ich probiere mal. Ist von der Schnittfestigkeit, der ist okay durchzuschneiden. Also da kriege ich jetzt noch nicht Panik, dass der mehlig sein könnte. Habe ich hier eine ganz kleine Ecke. Die schneide ich raus, die war so ein bisschen braun. Aber ansonsten nicht viel zu meckern. Das ist ein völlig neuer Geruch für mich. Den habe ich im Leben noch nie gerochen. Schon so ein bisschen herb. Das habe ich mir schon weggeschnüffelt. Jetzt ist nichts mehr übrig. Das ist schwierig beim Geruch. Wenn man zu viel dran riecht, dann ist der weg. Ich kann noch an einem anderen Stückchen riechen. Da habe ich noch nicht den Geruch aufgebraucht. Ja, so ein ganz kleines bisschen bitter, aber trotzdem fruchtig. Da bin ich mal gespannt.
Nee, das schmeckt ja verrückt. Also, im ersten Moment hat er ganz ungewohnt geschmeckt. Im zweiten Moment dann so, hat er dann endlich angefangen, nach Apfel zu schmecken. Konsistenz ist okay, der explodiert nicht im Mund. Die Schale, die ist kräftiger. Also ich merke, ich kann an der Schale, kann ich mehr rumkauen als auf dem Apfel. Besonders dicke Schale. Aber vom Geschmack, wie kann ich denn das nennen? Winziges bisschen süß, nicht wirklich sauer. Sie erinnert mich so ein bisschen an, so schmeckt so ein bisschen nach Technologie, wenn ich irgendwie an einem Stück Plastik lecken würde, aber jetzt nicht im negativen Sinne, nicht, dass das jetzt was Schlechtes wäre, auch wenn es so klingt. Hatte ich irgendwie Knoblauch an dem Messer? Nee, das ist schon der Apfel. Ich habe gestern mit dick Knoblauch und Zwiebeln geschnitten. Habe ich es vielleicht nicht gut genug abgewaschen? Das kann sein. Das jetzt nochmal ganz gründlich sauber. Es wäre ja auch das Tollste, ich beschwere mich über den Geschmack von einem Apfel und dann in Wahrheit war das hier mein Knoblauchmesser. Nee, Mann, ich mache hier mal einen Schnitt rein und hole mir erstmal ein neues Messer, bevor ich in den zweiten Apfel reinschneide. Jetzt habe ich es nochmal richtig heiß, so dass ich mir fast die Finger verbrannt habe, mit Spüli abgewaschen und mit Wasser. Und jetzt mal gucken, ob der plötzlich anders schmeckt, der Apfel. Das wäre hier richtig faire Test, wenn ich hier quasi den Apfel erstmal mit Knoblauch einreibe, bevor ich ihn probiere, indirekt. Okay, nächster Versuch. Es kann auch nicht vom Brettchen kommen, weil das Brettchen, das benutze ich nur für Obst und ich habe ein dunkleres Gemüsebrettchen, auf dem ich so Zwiebeln und Knoblauch schneide. Nee. Okay, zweiter Versuch. Dieser komische Apfel. So. Jetzt, wo das so easy ist, halte ich den natürlich auch erstmal in die Kamera, bevor ich jetzt... War ich hier so aufgeregt, dass ich hier den gleich futtere? Er ist leider nicht... Naja, vielleicht haben manche Äpfel das so an sich. Der ist nicht innen grün, so wirklich. Er ist so ein helles Gelb. Brauch aber nicht unbedingt was heißen. Jetzt mache ich hier wieder den Fokus raus. Riecht auch wieder nach irgendwas, was ich noch nicht beschreiben kann. So was Helles, Frisches, Mildes. Nicht aufdringlich. So eine scharfe Note. Sehr angenehme Konsistenz, auch wenn der jetzt nicht im Mund in Fruchtsaft explodiert. Angenehm zu kauen. So, ich merke, da sind eine Menge Ballaststoffe drin, eine Menge Fasern.
ist wieder so ein leicht technologischer Nachgeschmack, aber nicht so im negativen Sinne, sondern das ist so das Nächste, was mir einfällt, um das zu beschreiben. Ich probiere mal ein Stückchen ohne die Schale. Ich habe das Gefühl, die lenkt mich zu sehr ab im Mund. Oh, nee, rausgeschnitten. Jetzt probiere ich nur das hier. Es ist so eine Art Fruchtigkeit, aber da fehlt was. Wie wenn Fruchtigkeit normalerweise so eine Welle in so einem Geschmacksspektrum ist. Dass die nicht so verläuft, sondern dass die am wichtigsten Punkt hat die so einen Krater. Also so der, ja, ich habe das Gefühl, ich kau den und da kommt gleich die Fruchtigkeit und da aber so die Anzeichen der Fruchtigkeit starten, aber sie kommt da nicht. Es ist wie so ein leeres Versprechen. Aber es ist nicht negativ, das ist nur wie mir der auffällt in dem Moment. Der ist so von der Süße ist er okay, ich merke nicht wirklich sauer. Ja, dann ist dieser Geschmack, an dem ich mich jetzt hier so abstottere, den in Worte zu fassen. Es ist nicht ein typischer Apfel, der schmeckt anders. Also der hat eine ganz eigene Note, der Pinova. Es ist so wie als versuchter sauer zu sein, aber da ist keine Säure dahinter. So große Klappe, nichts dahinter. So der erzählt so, wie sauer er gleich kommt und dann in dem Moment, wo die Säure eigentlich starten müsste, da kommt nichts. Ist interessant. Habe ich noch nicht gegessen, sowas. Also fällt mir nicht negativ auf. Ich frage mich, was passieren würde, wenn ich ein paar Tage lang nur diesen Apfel essen würde und dann wieder so einen reguläreren, durchschnittlicheren Apfel probieren würde, was dann mit meinen Geschmacksnerven abgeht. Es ist nicht ein Apfel, der mich umhaut, aber Der ist irgendwie anders, also der ist irgendwie interessant, der hat so ein gewisses Etwas. Es ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingsapfel, aber wenn mir der nochmal begegnet, dann werde ich den auf jeden Fall kaufen, einfach weil ich es interessant finde, wie der schmeckt. Der hat so einen wirklich eigenen Charakter. Na gut, mehr fällt mir nicht ein.